Für diese Runde habe ich den Mighty Winterschatz etwas ganz Essentielles weggenommen. Das ist nämlich das Besondere an dieser Runde. Und das sind ihre Instrumente. Aber keine Sorge, ich habe sie neu ersetzt, nämlich mit Staubsaugern. Das ist lustig. Das hat einen wunderbaren Nebeneffekt, dass wir nicht nur Musik hören, sondern gleichzeitig auch noch hier im Studio sauber machen können. Ich kann das wirklich einmal ganz kurz demonstrieren und sauber machen. Ich mache hier einmal vorne, guck mal, ich mache hier vorne ein bisschen Dreck hin und du zeigst, dass das Ding funktioniert. Drauf. Jeder Staubsauger hat ja einen eigenen Sound. Und damit haben wir quasi verschiedene Staubsaugermodelle. Also wir haben jetzt in der Florida gefühlt alle Staubsauger, die es in diesem Land gibt oder auf der Welt gibt, alle Staubsauger so zusammengefügt, dass wir verschiedene Noten oder Töne erzeugen können. Und mit diesen Tönen von den Staubsaugern, wenn man sie unterschiedlich einschaltet, kann man dann einen Song generieren. Es geht los mit dem ersten Song. Ich würde sagen, saugt los. I want it that way. Scheiße. Hör doch auf! Sehr gut. Hast du das nicht gehört? I want it that way, das war super schnell. Das war sehr, sehr schnell. Wir hören mal rein. Meistens ein guter Indikator. Sehr gut. You are my fire, the one desire. Sehr gut, Hazel, ein Punkt. Also es ist wirklich, das Freche ist ja, ihr seid mit Staubsaugern musikalischer als ich mit Instrumenten. Also, jetzt wisst ihr, wie es geht. Ihr habt es einmal erlebt, Hazel hat es verstanden, Flo hat es nicht erkannt, aber vielleicht den nächsten. Hier ist der nächste Song. Ja, ich kenn's. I know that feeling. Gut gesaugt, auf jeden Fall. ist der Weekend Blinding Lights? Ja. Weekend? Wollen wir rein, oder? Matthias, und wer braucht The Weeknd, wenn man Gap und Bouquet haben kann? Auch großer Applaus. Bravo. Mega gut, schön. Weiter geht's. Greatest Saug, hier ist the next Saug. Was sagst du? Oh, Hazel ist gut drauf heute. Was sagst du? Was sagst du? Dragostea din tei. What? Was sagst du? Reita, reita, numa, numa, ye. Dieses von Ozone, wo diese komischen Männer mit ihren Handys im Flugzeug im Video. Die stehen auf dem Flügel drauf. Das ist mein Lied, das ist mein Jam. Zu dem Song bin ich zum Altar runtergesteppt. Aber da war niemand, weil der Song zu unangenehm war. Hallo, Schatz. Gut, gucken wir mal, ob das richtig ist. Numa, 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 numa,
dragostea din mine. Mi-amintesc de ochii tăi. Und natürlich hast du recht, das ist der größte und einzige Hit der moldauischen Popgruppe Ozone. Du hast es schon gesagt. Ein Punkt für dich, Hazel. Aber ein super Spiel. Ich lieb's. Es ist auch so unangenehm, wenn ich jetzt hier als einzige Frau dann diese, also ich will ja nicht dann die sein, die in der Staubsaugernummer am besten ist. Und dann aber vorher nicht Saudi-Arabien wissen. Das ist so unfeministisch.